Mein Name ist Finn Astaire. Ich bin Einsatzleiter bei der Küstenwache. Gemeinsam mit meiner Crew und dem Kreuzer Daniel Defoe sichern wir unsere Grenzen. Aber heute bin ich nicht mit unserer Crew unterwegs. Ich habe schon den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. Und meinem besten Freund kann ich nicht mehr trauen. Heute mache ich mein eigenes Ding. Allein. Mein Name ist Finn. Und das ist meine Geschichte. You've lost your mind. You idiot! Turn around this minute! Yes, I am. We're a team. We're a team. What are you doing here? This is private property. I can't hold on any longer! It's so high! That's what she said. Christ. Auf hoher See, 10 Stunden zuvor. You can't order me around, Coleman. Don't try to follow me. This is going to have consequences. That is a really bad idea. Ja, Hero Maniacs, ich begrüße euch zu einem neuen Angespiel, in dem wir uns heute das Spiel anschauen wollen, was hier auf der Seite des Schiffes steht. Coast Guard und, ja, wer sich daran erinnert, ich bin großer Fan allgemein von der See. Ich mag die See, ich mag Spiele, wo es ums Wasser geht, ums Meer geht. Wer sich erinnert, ich habe damals mal so ein bisschen den Schiffssimulator Coast Guard angespielt. Und das Coast Guard ist jetzt relativ neu, ist seit heute oder gestern auf Steam erhältlich. Kostet knapp 17 Euro. Und ja, ich dachte mir, warum schauen wir es uns nicht mal an? Mal gucken, was für ein Crap uns hier präsentiert wird oder was für ein großartiges Spiel. Was eine Mischung aus Schifffahrtssimulation und gleichzeitig Murder Mystery sein soll. Ich weiß nicht, wie das zusammenpasst, aber es klingt verflucht abgefahren. So, und wie wir sehen, wir wollen scheinbar eine Fatima rausholen. Ich weiß nicht, wer Fatima ist, aber vielleicht eine Freundin oder sowas. Lassen wir uns mal überraschen. Nähern uns hier vor dem Schiff. I'm not giving up. You kidnapped my Fatima, our ship's engineer. Finn, listen to your colleagues. You have no idea how dangerous they are. Well, I'm about to find out. I'm going on deck. We'll see about that. Okay, ja, unterschiedliche Kameraperspektiven haben wir schon mal. Steuerbord. Ja, ein Orbiter zurück. You kidnapped my Fatima, hat er gesagt. Naja gut, gucken wir mal. Also irgendjemand hat Fatima entführt, unsere Schiffsmechanikerin. Oh, was ist denn hier los? Warum brennt das Wasser? Ist das Öl? Na gut, das ist Öl. Ich wollte schon sagen, das ist aber nicht besonders logisch. Damn it. Coleman, Larry, that nutjob is setting fire to the oil slick by the oil rig wreck. You have to get over here with the Defoe and get that fire under control. Why don't you just listen to me for once? I can't lose these traffickers. They kidnapped our engineer. I have to get on that deck. Na, ich vermute, ich sehe da vorne schon wieder schwarze Stellen. Ich vermute, hier brennt es gleich nochmal. Ich sehe da vorne auf jeden Fall eine Ölspur. Wisst ihr was? Grenzen den mal ein bisschen den Weg ab, indem ich mal parallel fahre und dann gleich reinziehe vorne. Ja, optisch ist es nicht besonders schön, obwohl ich das Ganze tatsächlich auf den höchsten Settings ablaufen lassen aktuell. Und die höchsten Settings besagen schon, es soll fantastisch aussehen. Also da kann man sich jetzt so ein bisschen drüber streiten. Also es hat nicht so diesen Wow-Effekt, den vielleicht damals... der Schifffahrtssimulator hatte, dieser Search and Rescue, der echt optisch relativ nett aussah. Das kann ich doch mit Sicherheit hier reinziehen. Warte mal, fahren die in eine andere Richtung, als ich die ganze Zeit denke? Nö, ne? Warum stehen die denn jetzt da? Sind die jetzt echt in eine andere Richtung gefahren? Nö. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir kommen mal von vorne. That's what she said.
Oh man! This guy's like a rash. You can't shake him. Come on, guys. Time to get invisible. Invisible? What do they mean? Are they going to try to escape? Who cares? I'm heading over to you and getting on board. Ja, verstecken sich vielleicht hinter dieser grausamen Grafik. Oh, wir gehen an Deck. Okay, bin in den Logbucheintrag. Fugly Graphics. My head. What happened? Why is it so dark? I have to get a light on it here. Ja, warum ist es so dunkel und warum leuchtet dieser Hammer so heftig? Ist das Thors Hammer? A hammer. What the hell? What kind of place is this? Think, man. Think. Damn it. Tja. Why can't I remember? I have to get out of here. Wo sind wir hier nur gelandet? So, Frage, nächste Frage. Ich frage mich, ist das ein Horrorspiel, wovon ich noch nichts weiß? Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Kabel hängen hier rum. Boah, das ist aber, ey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also, ich habe schon 4 Pixelbrei in meinem Leben gesehen, ne? Aber das, wow. Das Tolle ist, das ist ein Foto. Das ist großartig als Sache. Das ist ein Foto. Das ist nicht mal eine Bodentextur. Wenn wir uns das mal anschauen von hier. Das ist ein Foto, einfacher Untergrund. Und das ist ein Foto von Steinen. Und das ist nicht mal hoch aufgelöst. Oh Gott. Leute, also an alle Entwickler da draußen. Wenn ihr schon Fotos in eure Spiele integriert, dann bitte, bitte in höherer Auflösung. Jesus. Was haben wir hier? Coast Guard Family has grown. Okay, Coast Guard Familie ist gewachsen. Was haben wir hier? Keine Ahnung, die Fort oder... Oh, hier. Okay, hier ist ein Generator. Such die Benzinpumpe. Okay, kann ich noch nichts mit anfangen. Wir gehen mal weiter. Jetzt dahin. Oh, okay, ist ein bisschen unter Wasser alles. Und kann ich hier die Luke öffnen? Yes, das geht. Sehr schön. So, ein alter schreibt. Ja, erstmal hier ein bisschen bechern, ne? Ich meine, die Grafik müssen wir uns irgendwie schön trinken. Boah, was ist denn jetzt mit der Lampe los? Also, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber die Lampe ist so ein bisschen... durch den Wind. Die geht nämlich nicht dahin, wo gerade meine Maus hin zeigt. Die ist so guten Zentimeter oder zwei drüber. Aber na gut. Ich sollte keine Ansprüche stellen an 17-Euro-Produkt, ne? There seems to be a power generator with a fuel pump standing here. Maybe it'll help me finally to get some light going here. Maybe this hammer will help. Maybe this hammer will help. Manchmal musst du Inventargegenstände im Raum anwenden. Okay, rechte Maustaste, Inventar, Hammer. Finally some light in here. Where the hell am I? Crap. Think, Finn. Have I been here before? I have to take a look around. Maybe I'll find some objects that will jog my memory a bit. Natürlich, wir verfolgen irgendein Schiff und er fragt sich, war ich hier schon mal? Ich denke nicht. Objekt, die unsere Erinnerung anfeuern. Jetzt sag mir nicht, ich muss zurückgehen und diese... Da steht einer. Jetzt sag nicht, ich muss zurückgehen und diese Zeitung, die ich hier hatte, anschauen. Natürlich, jetzt leuchtet sie. Ist so klar. Das ist so... Sowas tatsächlich... Ärgert mich bei Spieldesign, wenn ich nicht im Vorfeld schon solche Infos aufsammeln kann. The woman in this newspaper clipping. I know her. I can remember the operation where I first met her. Oh. Es gab eine Zeit vor Fatima. Damals hieß unser Mechaniker Mats. Er war ein wirklich netter Kerl. Wir alle mochten ihn. Bis eines Tages der Bescheid kam. Krebs im Endstadium. Es war für uns alle ein Schock. Und eigentlich würde ich bei einem Notruf nie ohne Mechaniker in See stechen. Doch was soll man machen, wenn neues Personal schwierig zu finden ist und Flüchtlinge in Seenot geraten? Daniel Defoe, this is MSC. Daniel Defoe, this is MSC.
Over. This is Daniel Defoe. What's up, Jessica? An oil tanker just reported an overcrowded and smoking ship. We're guessing it's a transport ship carrying refugees. Maybe it's dealing with engine failure. That doesn't sound good, Finn. Should we take a look? Of course we should, but you know, we're undermanned. Now would be the time when an engineer would be really helpful. Yeah, well, there's no changing the facts. Mads isn't here. Yep. There's no use, Coleman. We have to take care of it. Thank you, MSC. We're on our way. Thanks, guys. We'll send you over the coordinates as soon as possible. Ja, Flüchtlinge in Not. Da fahren wir natürlich sofort hin. Das versteht sich natürlich komplett von selbst. So, ich drehe die Kiste hier mal. So, ich muss tatsächlich einmal komplett drehen. Boah, Alter, die Welt. Boah, das ist. Oh, grafisch ist echt. Oh, da hinten läuft auch, brennt auch ein Boot, aber das scheint uns nicht zu stören. Ist es das Boot, wo wir hin müssen? Warte mal, muss ich echt in die Richtung zu dem Boot? So realistisch das nicht, ne? Was hier gerade passiert. Das ist tatsächlich das Boot. Okay. Ja, da helfen wir natürlich sofort. Das versteht sich von selbst. Aktuelles Thema. Finde ich tatsächlich ganz gut, dass man sowas einbringt. So, also machen wir uns mal auf den Weg dahin. Ich glaube, wenn man rauszoomt. Also, wenn man rauszoomt, sieht es tatsächlich ganz gut aus. Das muss man dem Spiel lassen. Aber wenn man da rangeht und. Uiuiuiui. Also, optisch gewinnt das Spiel tatsächlich keine Preise. So viel steht fest. Aber es ist so ein bisschen wie. Search and Rescue, der Schifffahrtssimulator, dass man hinten auch so ein kleines Beiboot hat. Finde ich tatsächlich wäre ganz cool. Und auch dieser Mix, also dass man Ego-Perspektive, wo man versucht, irgendwas zu lösen, Geheimnis, die auf See geht, ist von der Grundkonstellation gar nicht mal so übel, was hier geboten wird. Das Problem ist einfach potenziell Qualität. Ja, da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Und wenn ich sehe, dass der Schifffahrtssimulator auch nicht besonders viel mehr kostet, optisch aber ein ganzes Stück besser aussieht. Naja, ist so eine Sache. So, wir nähern uns langsam dem Flüchtlingsboot. Gucken, dass wir die Jungs schnell retten. Und man hört auch nichts von den Motoren, ne? Ganz schwach. Ganz, ganz schwach. Könnte auch schöner sein. Man kann nicht irgendwo, warte mal, Menü. Kurz Pause, Option. Schmier mir nicht ab, Spiel. Ah. Da kommen die Optionen. FX, Kulisse, Musik mal ein bisschen runter. Vielleicht hört man ein bisschen mehr von den Motorengeräuschen. Ah, kann man sich drüber streiten. Kann man sich wirklich ein bisschen drüber streiten. So. Okay, da ist das Boot. Ich würde es ja cool finden, wenn man zum Beispiel bei sowas rübergehen würde und Leute retten würde. Oh, da sind welche im Wasser. Würden, also wenn man schon so diese Ego-Perspektive einpflegt, dann wäre das tatsächlich ganz clever. I can see the stricken ship, Finn. Yeah, Colton, that doesn't look good. I've also spotted shipwrecked persons in the water. Initiate rescue and firefighting operations immediately. I'm on it. MSC, this is the Daniel Defoe. Over. We have spotted the ship. It is on fire, and there are shipwrecked persons in the water. Operations Officer Finn Astaire is taking care of firefighting and rescue operations. Roger, Defoe. All right, I have to get into the daughter boat to fish those castaways out of the water one by one. They don't seem to be able to swim and are going to drown if I don't hurry up. I also have to get the fire on board the ship under control using the Defoe's firefighting monitors. There could still be people on board who are trapped by the fire. Here we go. Here we go. So, drücke F6 für die Löschmonitoransicht. Okay. Kunde. Höher, so. Okay, 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 okay. So, das funktioniert schon mal. The fire is under control, Finn. Great job. Thanks, Coleman. Okay, dann muss ich natürlich jetzt zum. Warte mal, F6. Oh, okay. Ich laufe. Sekunde, dann gucken wir eben, dass wir zum Beiboot kommen. Vielleicht kann ich da so einsteigen.
Doch mit Sicherheit. Ja. optisch so geil, ey. So, fahr den Schiffbriefing ran und dann F5 für die Bergungsansicht. Okay. 5. Oh, es ist blitzt. Es blitzt und donnert. So, wo haben wir sie denn? Da haben wir den ersten. Oh, oh, da ist der erste. Well done. Keep at it. Okay. Das ist der zweite. Ich hoffe nicht, dass ich über Leute drüber fahre, aber die scheinen eben Wasser zu stehen. Oh, der geht unter gerade. Der geht unter. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das hatten wir schon mal. Wer sich erinnert, ich habe so, so ein Sch. Oh, guck mal hier. Der steht im Wasser. Ich habe so einen doofen Flashback an den Schifffahrtssimulator. Da habe ich mich genauso doof angestellt teilweise. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn der Rest? Da vorne, ne? Ach, da hier. People safe on board. Don't let up. They're not going to be able to survive much longer. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Fuck, 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 fuck. Da. Oh Gott, ey. Warum auch eine Animation für Schwimmen generieren? Jetzt mal ganz ehrlich. Das, ey, wenn die Wasser setzt, da muss er sich nicht so anstellen. Mann, ich muss, glaube ich, mal neu Anlauf nehmen. Da ist er, okay. Ein bisschen mehr zur Seite. Number 4. Heavy cough going, but otherwise conscious and seems to be okay. Great. Okay, wo ist. Don't ease up now. Wo ist die letzte Person? Wo ist die letzte Person? Da. Oder? Ja, ja, da vorne. Nicht zu weit weg? Oh, bitte sag nicht, ich bin zu weit weg. Die Musik wird gerade so episch, ey. Na komm mal hoch, da bist du, da bist du, da bist du. Get the castaways to the Daniel Defoe. Sure thing, Finn. Okay, kann ich F5 drücken? Nee. Ich hab jetzt nicht, aber gut, ich denke, wir können auch so wieder aufs Schiff fahren. Warte mal, hier kann ich die Kamera doch ändern. Boah, besser, genau. Sehr schön. Da können wir das Ding nämlich schnell reinbringen, die Flüchtlinge an Bord bringen. So, okay. Oh, komm, gib mal Gummi hier. MSC, fire on stricken ship has been extinguished and the shipwrecked persons have been rescued. Just want to congratulate you again on a great mission, Finn. Really, great performance out there. What are you going to do with the burnt out ship? Unfortunately, we're without an engineer at the moment. But I'd still like to go on board the ship and see what the situation looks like. Can you get me over there and secure the site, Finn? Of course, Coleman. Let's get over to the Luke Fox again. And hurry up, Finn. You don't have much time. Ich hab mal vorher gewusst. Ich vermute. Warte, wir gucken mal kurz das Logbuch an. Wir müssen sofort zum Havaristen fahren. Ich hoffe, dass wir mit dem kleinen Boot zum Havaristen fahren. Weil ich nicht das große Ding nehmen muss. Versuchen wir mal unser Glück. Oh Gott, ey, wenn ich diese Wände aus Wasser sehe. So. Ich hoffe, wir kommen mit dem Kleinen an Bord. Aber eigentlich müsste das ja. Eigentlich müsste das klappen. So, wie wir an Bord gehen, haben wir ja schon mal mitgekriegt. Keep the boat still, Finn. I'm almost over. Okay, I'm on the ship. MSC, this is Bowers. Over. Inspecting the stricken ship. Be careful. Ben. Ben, can you hear me? What's up? I've just had two crew members jump into the water right in front of me. Can you get them? All right, I'm on my way. So, wo sind die Jungs? Und Mädels? Die direkt ins... Ah, da vorne, ich sehe sie. Da sind noch an beiden Seiten welche. Aber nur an der einen Seite. Da ist uns das Sekunde F5 war das, Bergungsansicht. So, versuchen wir jetzt ein bisschen aus dem Wasser zu fischen noch.
come on. Nicht zu weit weg. Ach ja, die Zücken dieser Spiele, ey. Meist eher technischer Natur. Glücklicherweise behelligt uns das Wasser nicht. Bin ich immer noch zu weit weg? Das gibt's doch nicht, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. So, jetzt aber. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Da bist du. And another castaway is saved. What an operation. Eigentlich war das Boot unter Wasser, aber darüber sage ich jetzt besser nichts. So, da ist der zweite. Drehen wir auch hierbei. Bisschen zurücksetzen. Ich frage mich gerade, wer das Schiff fährt, aber... Oh, junge Dame, ich schiebe sie mal ganz kurz ein bisschen zur Seite. Ist das okay? Danke. Oh, die Wellen haben ja trotzdem ein bisschen Einfluss. Na komm. Och, ey. So, ich weiß, solche Fizzles-Arbeit. Jetzt aber, jetzt kriege ich dich. That must be number 7 now. If I keep going like this, I'm gonna get a Medal of Honor. Finn. Yes, Colvin. I found someone messing around in the engine room. She's been arrested on suspicion of sabotage. Can you come pick me up? Then we can get her to the Daniel Defoe with the Luke Fox to interrogate her. I'm already on my way, buddy. Bin schon da. So, bin doch schon da. Und jetzt? Willst du nicht an Bord kommen? So, nochmal drehen. Oder wie sehe ich das hier? Achso, vielleicht muss ich, Orbiter. So. Sehen aber auch nirgendwo am Deck stehen, dass wir jetzt irgendwo bestimmt ran müssen. So, mal hier rumzukommen. Ob ich das Boot anziehe oder nicht, scheint egal zu sein. I'm in. Launch. What are you doing? Let me go. I haven't done anything. Sure. You can tell us all about it on our mothership. Who's that you dug up there? She sabotaged the engine room. I suggest we carry out some questioning on the Defoe. There's been plenty of attacks on refugee ships lately. Maybe she's a part of it. You can give us some clues. Attacks? Me? Now listen up. I'm a refugee myself. Well, she's not at a loss for words, that's for sure. MSC, this is a stair. Hurry up, then. You don't have much time. Ja, wir haben nie viel Zeit. So. Ich möchte gerne in die, auf die... Hallo, auf die Brücke. Was ist denn? Ich will nicht runtergehen, ich will auf die Brücke. Ach, Design, ey. Na gut, Leute. Wie gesagt, in einem Angespielt geht es in der Regel ja darum, euch einen Ersteindruck von einem Spiel zu geben. Und ich denke, das haben wir heute bekommen. Dass ihr eine Entscheidung treffen könnt, ob dieses Spiel hier was für euch sein könnte. Wie steige ich denn hier wieder ein eigentlich? Also. Ob dieses Spiel was für euch sein könnte. Und ja, das ist am Ende natürlich alles eure Wahl. Wie gesagt, das Ganze kostet 17 Euro. Im Rahmen des Full Disclaimers, ich habe meine Version, die ich euch jetzt zeige, vom Publisher direkt zur Verfügung gestellt bekommen, habe die angefragt. Also ich habe da keine 17 Euro selbst auf den Tisch für gelegt. Ob ich das machen würde, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde tatsächlich eher das Geld in den Schifffahrtssimulator investieren, den ich ein ganz Stück besser finde, also diesen Search and Rescue. Auch wenn ich hier die Aspekte ganz nett finde, dass, tut sich jetzt hier noch irgendwas oder hängen wir jetzt hier in der Luft? Also ich finde tatsächlich die Idee ganz nett, dass man ja einfach hier nicht nur Leute rettet, sondern auch vielleicht auf andere Boote geht oder diese First-Person-Murder-Mystery-Sache da versucht aufzuklären. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Das restliche Spiel ist technisch tatsächlich sehr, sehr schwach und da muss jeder selber wissen, ob er wirklich Geld rein investieren möchte. Wenn es bessere Alternativen vermutlich gibt. Aber wie gesagt, 17 Euro, kleiner Geldbeutel. Ich finde es okay, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen weiter spielen, aber um einfach zu wissen, wie geht's weiter, wie entwickelt sich das Spiel und ja, wie gesagt, mein erster Eindruck beim Schifffahrtssimulator war deutlich positiver als hier in Coast Guard, aber sind natürlich auch vielleicht andere Preisklassen, ich weiß es nicht, also zumindest beim Release damals. Gut, das war unser Angespielt heute zu Coast Guard, als würde es hier nicht 5000 auf dem Schiff draufstehen. ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Angespielt oder irgendeinem anderen Video auf dem Kanal wieder.